Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen, bienvenue in Frankreich. Willkommen in Alès. Willkommen zur Weltpremiere des neuen IDR Pikes Peak. Ich heiße Marin Braun. Ich freue mich, Sie alle willkommen zu heißen. Und ich habe die große Freude, Sie durch die nächsten 30 Minuten zu führen. Eine große Ehre für mich. Ich freue mich auch, unsere internationalen Gäste hier in Alès willkommen zu heißen, hier an der Rennstrecke. Und gleichzeitig möchte ich jeden begrüßen, der den Livestream anschaut. Auf der ganzen Welt ist das ja möglich. Also Sie sind uns auch sehr willkommen und es ist toll, dass Sie bei uns sind. Es werden jetzt einige interessante, spannende Minuten vor uns liegen und ich glaube, jeder ist wirklich ganz interessiert daran, was unter dieser Decke steckt. Aber bevor wir anfangen, gebe ich ab an unseren Gastgeber, den Chef der Produktkommunikation bei der Volkswagen AG, und er möchte Sie persönlich begrüßen, Florian Ubitsch. Thank you very much. Thank you, Maren. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Maren. Ein herzliches Willkommen meinerseits. Willkommen in Alès und bei Volkswagen. Und ich heiße auch jeden, der den Livestream anschaut, willkommen. Heute ist ein sehr emotionaler, spezieller Tag für uns. Das ist die Weltpremiere des IDR Pikes Peak. Das ist praktisch die Premiere des ersten vollelektrischen Rennwagens in der Geschichte von Volkswagen. Sie werden in ein paar Momenten das Fahrzeug sehen. Das ist nicht nur ein faszinierendes Rennauto, das sich nur gut aussieht, sondern es gehört wirklich auch zur ID-Familie. Diese Familie haben wir Ihnen ja schon vorgestellt. Es gab einige Showcars in den letzten Monaten und das erste Serienfahrzeug wird 2019 seine Premiere feiern. Aber mit dem IDR Pikes Peak wollen wir Ihnen zeigen, dass E-Mobilität auch sehr emotional sein kann, sehr dynamisch und auch eine große Leistung bringen kann. Der elektrische Antriebsstrang für unseren IDR Pikes Peak ist an sich schon faszinierend. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, denn es gibt ja Menschen, die das viel besser erklären können als ich. Aber ich kann Ihnen jetzt schon verraten, dieses Fahrzeug wird wirklich für Aufregung sorgen. Ein weiterer Grund ist, dass wir hier auch die R-Marke drauf haben. Das ist ja ein Symbol für die leistungsfähigsten und dynamischsten Volkswagen-Autos. Und jetzt ist es Zeit für diejenigen, die praktisch die Väter dieses Fahrzeugs sind. Und ich möchte jetzt die Bühne freimachen und Sven Smits und FX de Maison willkommen heißen. Thank you very much, Florian. Ja, vielen Dank. Welcome, Sven Smits. Willkommen, Sven Smits, FX de Maison. Ja, es ist ja hier Ihre Heimatstadt, also noch etwas Besonderes für Sie. Und dieses Fahrzeug hat Sie sicherlich viel Arbeit gekostet während der letzten Monate, sehr viel großartige Arbeit. Und Sven, ich bin mir sicher, das ist für Sie ein toller Moment, denn in ein paar Minuten werden Sie beide das Fahrzeug enthüllen, an dem Sie praktisch Tag und Nacht gearbeitet haben während der letzten Monate. Wie besonders ist dieser Moment für Sie? Also zunächst mal möchte ich alle hier willkommen heißen und auch zu Hause. Das ist ein sehr spezieller Moment. Als wir dann schließlich das Okay bekamen im August vom Vorstand für dieses Projekt, da wussten wir, der Zeitrahmen wird knapp sein, nur 8 Monate. Und was das Team in Hannover erreicht hat, ist einfach fantastisch, in 8 Monaten so ein Auto zu bauen. Ich war anfangs skeptisch, aber ich habe immer an die Jungs geglaubt und ich habe Ihnen vertraut und ich danke Ihnen für das, was Sie geschafft haben. Und auch unsere Partner, die Batterieleute in Braunschweig, Ernst und Michelin, die haben um die Uhr gearbeitet.
Und das zu schaffen, ist also ganz toll, hier zu sein. Sie haben also einen Rennwagen für ein Rennen gebaut, das nicht nur irgendein Rennen ist, sondern ein sehr schwieriges, herausforderndes Rennen. Pikes Peak ist ja nicht nur das berühmteste Bergrennen, sondern auch das schwierigste. Es gibt Besonderheiten wie ein 20-Kilometer-Sprint mit so vielen gefährlichen Kurven und Herausforderungen überall. Und das Finish ist auf 4.300 Meter über dem Meeresspiegel. Also ganz viele Dinge müssen berücksichtigt werden, wenn man so ein Fahrzeug baut. Wie schwierig war das, ein elektrisches Rennauto für so ein Rennen zu bauen? Das war nicht so einfach, wie Sie schon sagen. Und es gab einige Dinge, die dieses Fahrzeug beeinflusst haben. Das ist ja ein einmaliges Rennen, man hat nur eine Chance. Die Kühlung ist natürlich eine große Herausforderung, je höher man fährt. Da hatten wir also Herausforderungen. Und wir wissen ja, dass wir bergauf fahren. Wir wollen also nicht zu viel Gewicht herumfahren. Und wir mussten also einen guten Kompromiss schaffen zwischen dem Leistungsgewicht des Fahrzeugs und allen anderen Parametern. Das war eine Herausforderung, das zu bauen und natürlich auch das Fahrzeug dann auch so dahin zu bringen und zu laden. Bei 2800 Metern sind die Einrichtungen nicht so, wie wir es das hier gewöhnt sind. Es gab einige Herausforderungen, ja, stelle ich mir auch so vor. Und jetzt sollte ich vielleicht mal Ethics fragen. Also Sven hat ja schon gesagt, es gab viele Kompromisse, die Sie eingehen mussten. Und wie schwierig war es denn, diese Kompromisse herauszufinden? Welche waren am schwierigsten? Der schwierigste ist immer die Frage des Gewichts. Sven hat ja das schon gesagt, beim Rennwagen ist das Gewicht ja das größte Problem immer. Der größte Feind bei E-Fahrzeugen ist die Batterie immer der schwierigste Teil. Wir mussten also wirklich den besten Kompromiss führen, was also Batteriegewicht, Energie, Kapazität und maximale Leistung angeht. Und das war eigentlich die größte Herausforderung für unser Team. Wir werden noch viel mehr technische Details von Ihnen später hören, wenn wir erstmal das Fahrzeug enthüllt haben. Aber Sven, bevor wir das machen, möchte ich ein bisschen über die Vorgeschichte des Rennens sprechen. Die geht ja weit zurück und Volkswagen spielte auch eine kleine Rolle, aber vor langer Zeit, 1987, das war das letzte Jahr, als Volkswagen da einen Siegheim geholt hat in dem Rennen. Es war ganz knapp, ein paar Kurven entfernt vor dem Finish war das Rennen vorbei. Aber wir können sagen, da ist immer noch eine offene Rechnung. Was sind die Ziele für dieses Jahr, für die Rückkehr zum Pikes Peak? Also das Ziel ist natürlich, dass wir jetzt den elektrischen Rekord sprechen aus 2016 und von Reese Miller. Und der Grund, warum wir zurückgehen, ist eben diese Herausforderung. Wir waren gut in vielen Disziplinen. Wir haben WRC gewonnen, 4 Jahre lang, und den TCR-Titel. Also das hier ist noch offen und das kam also sehr schnell. Und wir wollten ganz schnell also dieses Projekt fertigbringen, um diese Rechnung noch zu begleichen. Aber in der Vergangenheit gab es ja schon Beispiele, wo wir einige Projekte hatten, die sie schon zum Erfolg gebracht haben in kürzester Zeit. Also ich denke, Sie haben da also sehr viel Erfahrung, um dieses Projekt jetzt auch zum Laufen zu bringen. Aber die Erfahrung ist ja bei diesem Rennen am Pikes Peak sehr, sehr wichtig. Das ist wahrscheinlich etwas, was Sie vermisst haben bei Ihrer Entwicklungsarbeit, Erfahrung auf der Rennstrecke unter diesen besonderen Pikes Peak-spezifischen Bedingungen. Da gibt es ja viele Bedingungen, die man gar nicht beeinflussen kann. Was sind die schlimmsten oder die wichtigsten darunter? Das Wetter natürlich. Wir alle hoffen und beten, dass das Wetter am Sonntag gut sein wird. Wenn es regnet, dann kann man natürlich um den Sieg kämpfen, aber um den Rekord zu brechen, das wird sehr schwierig sein. Und wie Sie schon gesagt haben, 2800 auf 2800 Meter kann es schön sein, aber oben auf 4300, wer weiß, das wird schwierig und wir hoffen, die ganze Welt betet um Sonne. Aber es ist ja Sommer, wir haben ein tolles Fahrzeug, wir haben einen tollen Fahrer, wir sollten vielleicht auch ein bisschen über den Fahrer sprechen, es wird Romain Dumas sein, der den IDR Pikes Peak fahren wird, ein Fahrer mit sehr viel Erfahrung, der 2-mal Le Mans gewonnen und 3-mal Pikes Peak, und das ist wahrscheinlich Erfahrung, die sehr nützlich ist für Sie. Ja, ja. Als wir also das Okay bekamen, da ging es ganz schnell darum, wer fährt überhaupt. Das ist ja ein wichtiger Faktor bei diesem Rennen.
Und ich denke, wir haben alle automatisch den gleichen Namen auf der Zunge gehabt, Romain Dumas. Zum einen natürlich, weil er für Porsche fährt. Das ist ja eine unserer Schwesterfirmen. Romain hat so viel Erfahrung. Er hat Erfahrung in Le Mans. Er macht Rallyes. Er macht eigentlich praktisch alles im Rennsport. Und eines seiner Projekte war immer Pikes Peak. Und er war da schon dreimal. Er ist wirklich ein fantastischer Rennfahrer. Und das war fantastisch. Das hat den Prozess wirklich beschleunigt. Der Simulator war schnell fertig, weil er Pikes Peak selbst kennt. Romain ist jetzt nicht gerade da, weil er wie immer ein Rennen zu fahren hat. Ja, er hat viel zu tun, genau. Aber im Moment ist er auf dem Weg. Und morgen ist er auch hier für uns und für alle, die interessiert sind. Prima, das ist auch gut zu wissen, auch für Sie. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass wir uns mal dieses Fahrzeug anschauen. Ich glaube, alle sind hier neugierig in Alles und auch draußen im Livestream. Also nehmen Sie Ihre Positionen an. Ich gehe mal auf die Seite und dann werden Sie das Tuch dann runternehmen. Wir haben ein bisschen Musik. Halt, noch nicht. Immer schön warten. Alle bereit? Jetzt geht's los. Das sieht doch gut aus, oder? Dieses Fahrzeug sieht schon im Stillstand schnell aus. Das muss sich nicht mal bewegen. Ich muss mal hier aus den Kameras rausgehen, egal wo ich hingehe. Ich bin immer im Bild. Ja, Sven, Ethics, das ist euer Baby. Das muss ja wirklich ein großartiger Moment für Sie beide sein, denke ich mir. Ja, sehr besonders. Ich habe das Fahrzeug Ende der Woche gesehen und das jetzt hier zu sehen und morgen, das ist fantastisch. Es ist ein fantastisches Fahrzeug. Also die haben in 8 Monaten wirklich Tolles geleistet und dass das jetzt hier steht und bereit ist zu fahren, das ist toll. Und der technische Direktor von Volkswagen Motorsport ist hier auch und wir müssen mit ihm über die technischen Details sprechen. Ethics, es gibt ja viele interessante Details. Vielleicht können Sie uns mal die wichtigsten Punkte erklären. Ja, wir haben ja schon über das Gewicht gesprochen. Ja, vielleicht ein bisschen näher ans Fahrzeug. Oh, ich will jetzt hier den Blick nicht stören. Da werden ja gerade Bilder gemacht. Ich sehe nicht so schön aus wie das Fahrzeug. Oh, die wollen sicher, dass sie auch im Bild sind. Egal, die wichtigsten Details. Also die Batterie, das war ja praktisch die größte Herausforderung, denn die Energiedichte an der Batterie, das ist der bekannte Wert. Wir wollten sicher gehen, dass wir die Energiedichte erhöhen, das Gewicht runterbringen. Das war der Hauptfokus. Nämlich die leichteste Batterie zu finden mit der meisten Energie. Und die Aerodynamik, da gibt es keine Regeln in diesem Rennen. Die einzigen sind die Sicherheitsregeln. Wir haben also sehr viel an der Aerodynamik gearbeitet. Wir haben da auch Input von Porsche bekommen. Sie sehen das, da gibt es einige Porsche-Elemente, Inspirationen sozusagen. Und also die Höhe, damit verlieren wir ja aerodynamische Effekte. Das heißt, wir mussten große Flügel anbringen. Deswegen sehen die Flügel ein bisschen zu groß aus für das Fahrzeug. Aber das ist halt ein freies Gewicht auf den Rädern. Also es gibt keine Regeln für das Fahrzeug. Macht das die Dinge einfacher oder schwerer? Es macht es schwieriger für die Finanzabteilung, denn unser Limit ist ja das Budget, aber ansonsten ist es fantastisch, es gibt keine Beschränkungen. Die Aero-Leute, die haben gerne daran gearbeitet, die hatten alle Freiheiten, alles mit der Aerodynamik zu machen, um das Beste rauszuholen, um die Aerodynamik so effizient wie möglich zu machen. Ich weiß nicht, warum Sie so schüchtern sind, Sie gehen immer weg vom Auto. Gehen Sie mal nah ran, ich glaube, das ist etwas, woran Sie gearbeitet haben, zeigen Sie uns einfach mal. Oh, wir atmen immer noch dran. Das können wir vorstellen. Es sind ja noch 65 Tage bis zum Rennen, also werden wir weiter daran arbeiten. Das ist ja interessant. Sie mussten also wirklich rund um die Uhr arbeiten, um das zu bauen, das Fahrzeug. Und jetzt haben wir nur noch 2 Monate bis zum Rennstart im Juni. Wie sieht es aus was werden Sie noch machen? Wir werden in den nächsten 2 Wochen Europa testen, um die besten Kompromisse nochmal zu finden, was die Batterie angeht, Motorleistung und
In der Aerodynamik, bei den Reifen, also in den 2 Wochen werden wir noch einiges testen in Südfrankreich. Dann fliegen wir das Fahrzeug in die USA. Und wir haben nur noch 2 Wochen, um glücklicherweise das zu machen. Und dann werden wir Ende Mai anfangen mit den Tests auf Pikes Peak. Ja, ich schaue mal die Aerodynamik an. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was auffällig ist, wenn man das Fahrzeug anschaut. Ich bin sicher, die Aerodynamik bei diesem Fahrzeug wird bei Pikes Peak sich anders anfühlen als die normale Aerodynamik bei einem normalen Rennen. Ja, natürlich, die Höhe macht den Unterschied. Mit der Höhe ist die Luftdichte geringer. Das heißt, um den gleichen Effekt zu bekommen, auf den Rädern brauchen wir größere Flügel. Das ist die Hauptsache eigentlich. Und dann habe ich die Kühlung schon angesprochen. Sven hat schon gesagt, wir verlieren Effizienz. Und das war eigentlich eines der Hauptthemen, um einfach hier etwas zu verändern. Wie schwierig war es rauszufinden, welche Unterschiede man da einbringen musste, ohne die Erfahrung zu haben bei dieser Rennstrecke? Gehen wir nochmal nach vorne. Wir haben viele Simulationen durchgeführt, viele Tests haben wir intern gemacht, aber jetzt fängt das echte Leben an und jetzt werden wir sehen, ob wir unsere Hausaufgaben auch richtig gemacht haben. Simulation ist ja das eine, Realität, ein echtes Rennen, das ist was anderes. Also Sven, kommen Sie nochmal hier rüber. Das ist ein faszinierendes Auto. Ich glaube, jeder ist neugierig und freut sich drauf auf Pikes Peak in 2 Monaten. Da liegt noch viel Arbeit vor Ihnen, nicht nur für die Techniker, die noch am Fahrzeug arbeiten, sondern ich glaube, da gibt es noch viele andere Dinge, die getan werden müssen. Es bleibt viel zu tun, es ist aber auch schon viel gemacht worden in kürzester Zeit. Wie stolz sind Sie aufs Team? Wie ich schon sagte am Anfang, also ich bin super stolz auf das Team. Es ist unglaublich, was in nur 8 Monaten geschehen ist. Auch wenn man sich mal anschaut, was wir vorbereitet haben für das Laden des Fahrzeugs bei Pikes Peak. Also die ganze Firma, von der Logistik über die Designer. Jede Abteilung hat beigetragen, hat 24 Stunden am Tag daran gearbeitet, um das bereitzustellen. Und die letzten 65 Tage wird es noch so weitergehen. Und wenn das Fahrzeug dann Ende Juni den Berg hochfährt, werde ich da sehr stolz dastehen. Und hoffentlich gibt es dann auch das Resultat, das wir haben wollen, so dass wir also praktisch diese Scharte auswetzen damals, von damals. Ja, es bleibt also noch viel zu tun zwischen jetzt und dem Rennbeginn. Vielen Dank an FX und Sven. Ich glaube, jetzt ist die Zeit für das Fotoshooting, denn die Kameras, die warten ja schon. Wir brauchen definitiv ein Bild mit den beiden Herren neben dem Auto. Das bekommen Sie jetzt und wir haben herausgefunden, das hier ist der beste Punkt. Das sage ich Ihnen, kommen Sie einfach mal hier rüber, wo ich hier jetzt stehe. Das ist der Ort für Sven Smits und Ethics de Maison. Now they're fighting for the places. Oh, jetzt kämpfen sie schon um die Plätze. So, hervorragend. So, meine Damen und Herren, und jetzt können Sie Ihre Fotos machen. Ich bleibe mal im Hintergrund für einen Moment. And once these photos are done, und wenn diese Bilder dann gemacht sind, dann werde ich sagen, Florian Bobic sollte auch dazu kommen und Jocki Klein. Sie sollten auch zum Team kommen. Jocki Klein ist heute hier. Er ist eigentlich derjenige, der das Rennen schon gefahren ist, über das ich vorhin gesprochen habe. Wie kann ich jetzt auf die andere Seite des Fahrzeugs kommen? Ich muss da irgendwie mich rüberstehlen. Okay, ich erzähle jetzt von hier aus. Jocki Klein fuhr den Golf 1987, das Rennen, was wir angesprochen haben. Und er ist auch hier und er hat auch sein Originalauto von damals mitgebracht. Also da gibt es viele Geschichten, die noch zu erzählen sind. Ich muss jetzt kurz mal hier rein ins Bild. Okay. I think this is a great photo.
Ich denke, das ist ein tolles Foto und der beste Moment. Können Sie das gerade mal halten, dass ich zur Kamera gehen kann? Das ist der Moment, wo ich mich jetzt verabschieden muss von den Zuschauern im Livestream. Das ist das Ende des offiziellen Teils dieser Präsentation. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Diese Herren verdienen auch einen Applaus für das Fahrzeug und dafür, dass Sie hier sind und dass Sie uns alles erzählt haben. Und für alle hier wird es noch die Möglichkeit geben, noch mehr Fotos zu machen und auch mit den Herren zu sprechen. Ich muss mich jetzt verabschieden von den Zuschauern im Livestream und seien Sie wieder dabei im Juni für das Rennen am Pikes Peak. Auf Wiedersehen an den Livestream. Danke, dass Sie dabei waren.